So, Täubchen. Dann wollen wir mal sehen. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Ein netter Abete ist der Assassinengilde beigetreten. Assassinsignal verliehen. Genau, ein neues habe ich. Essen stehlen erfolgreich abgeschlossen. Wurde befördert. Erfolgreich abgeschlossen, wurde befördert. Gut, dann wollen wir mal kurz gucken. Assassinen. So, jetzt kann ich Rüstung oder Waffen. Dolch. Dolche sind auf kurze Entfernung, okay. Lederschutzteile. Lederschulterteile, okay. Oder ein Dolch. Ich würde sagen, Rüstung kriegt sie erstmal. Lederausrüstung. So, da mache ich einfach mal Waffen bei dem. Und er bekommt auch noch Rüstung. So, sie hat ja noch nichts, deswegen würde ich mal sagen. Nein! Verdammt! Interagieren wir nochmal. Kann die Taube gleich wieder runterkommen. Und dann gucken wir doch mal, was es für Aufträge gibt. Florenz. Schwierigkeit 3, 4 und 5. Jawohl. Das bleibt so. Mission starten. Wie lange dauert das? 9 Minuten, okay. Was gibt's denn noch in Venedig? Okay, bisschen zu teuer. Barcelona. Die Kurtisanen verteidigen. Das sollte doch meiner hier hinkriegen. 84% schafft er schon. Und los geht's. Ja, gut. Mehr kann ich momentan dann hier nicht machen. Straße frei für die. Deswegen trinke ich schnell einen Schluck und ein Pferdchen. Jawohl, das hat auch super geklappt. Und guck mal auf die Map, wo ich denn jetzt überall noch hin muss. Mal schauen. Alter, das ist so unübersichtlich jetzt. Nein, die Karte mit den ganzen Schätzen und so. So, also hier gibt es einen Aussichtspunkt. Ich würde sagen, da reite ich einfach mal hin und guck mir die Geschichte mal an. Falsche Richtung. Da lang. Vielleicht komme ich da hin. Wenn nicht, ist ein bisschen kackig. Dann bin ich nämlich 300 Meter in, ja, die falsche Richtung praktisch gelaufen. In irgendeine Richtung und muss dann das ganze Stück natürlich wieder zurück. Was ist das denn für eine gestrichelte Linie? Da kann ich natürlich schon wieder nicht rüber. Oh, war ja klar. Gut, da kann ich also noch gar nicht hin. Das ist wahrscheinlich so ein späteres Gebiet erst. Deswegen würde ich mal sagen, ich markiere mir mal die nächste Hauptmission. Die wo ist? Da. Okay, da gibt es leider keinen Kanaleingang hier in der Nähe, den ich nutzen könnte. Das heißt, wir reiten jetzt mal eine schöne Runde und ja, 400 geht. Da hatte ich schon Schlimmeres. Das passt ja noch. Uiuiui. So. Achso, ich dachte gerade, was glitzert denn da schon wieder Schönes? Aber dabei war es nur der Taubenverschlag. Ah, und hier hängen jetzt überall Diebe rum, weil ich da oben die Diebesgilde errichtet habe. Gut, ich guck mal eben fix, wo lang gehe ich, reite ich denn am besten jetzt? Okay, einfach geradeaus. Hier gibt es, glaube ich, gar keinen Weg so richtig rüber, ne? Na gut, dann bleibt das Pferd hier. Na, absteigen, danke. Und Körper. Joa. Okay, was machen die da? Ach, besoffene Hafenarbeiter hier. Hier können wir einen Arzt kaufen. Na, ich würde mal sagen, das wird erstmal gemacht hier. Ne, schön alles hier wieder herrichten. Und dann lasse ich mich von dem erstmal verarzten. Heilung! Jetzt heilen. Ja. Apothekenbedarf. Medizin kaufe ich mir, glaube ich, noch zweimal.
So, das war doch schon mal wieder ganz gut. Amico. Und ein neuer Schmied macht auf. Und da hinten sehe ich noch einen Pferdestall. Der wird natürlich auch gleich öffnen erstmal. Warum haltet ihr nicht an und schaut, was ich habe, Amici? Amici. Ja, Amici, das klingt wie so... Ach, mein dämlicher Freund. So klingt das. Gut, was liegt an? Gibt es noch hier irgendwas? Nee. Haben wir soweit alles? Was ist das da noch gleich? Leeres Fraktionsgebäude. Ja, ich würde sagen, machen wir das noch fix. Das leere Fraktionsgebäude. Ist ja nur ein Stückchen weiter da hinten. Ich glaube, die Bettler wären weniger, wenn man das aufrüstet auch. Bin ich zumindest der Meinung. Oh. Mhm. Na, so viel dazu. Ich würde sagen, hier kommt mal die letzte Gilde, die noch fehlt, hin erstmal. Und zwar kriegen jetzt die Soldaten oder die Söldner ihr Fraktionsgebäude. Söldner! Na klar doch! So, mal schauen, wie wird das denn aufgerüstet? Verändert sich das? Ja, sieht ganz gut aus, ne? Ein siebentägiges Pastafest, geil. Ach ja, neues Ziel markieren. Söldner, ja, brauche ich jetzt nicht extra vorlesen. Ist ja klar, was Söldner sind. Na, jawohl, dahin möchte ich. Ups. Also ich dachte, ich hätte in den Einstellungen die Dingsmarkierung ausgestellt. Oh. Alter Schwede, voll brutal. Achso, okay. Ich brauche also einen Assassinen. Na, dumm, dass die gerade alle auf Mission sind und noch so lange brauchen. Wo ist denn hier ein Rekrut? Da oben kann ich mir einen holen. Ups. So, meins. Ich glaube, ich sollte mich... Alles klar. Wie du meinst. Hier sind Feinde. Wo sind hier Feinde? Oh, da sind Feinde. Hat niemand gesehen. Ein Schmied. Ein Schmied. Ausbauen. Nur die allerfeinsten Abgesandten. Ja, ich... Alter, können die Sänger nicht ihre Fresse halten, einfach. Ach, klasse. Bam, zack, bam, zack. Zack. Der kriegt auch direkt eine Klinge ab. Diese Kombo ist echt mies. So, was geht ab? Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank, das war knapp. Aber alleine überlebe ich hier draußen keinen weiteren Tag. Könnt ihr mir helfen? Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Nice. So, ein Marktschreier hier. Ich würde sagen, den, ich habe den Namen vergessen. Herolde, genau. Den Herold besteche ich erstmal und bestehle ihn dann. Wie immer. Übliche Taktik. Nur weiter so. Die Wache wird sich eure annehmen. Dankeschön. Wie gewonnen, so zerronnen.
Oh geil, so und so viele Taschendiebstähle muss ich machen. Oh verdammt, jetzt muss ich noch zum Taubenschlag hier. Ich kann ja mal kurz gucken, wie lange die Mission noch dauert. Taubenschlag, da ist einer. Ups, da war ich glaube ich schon relativ richtig. Jawohl. Hopp, hopp, hopp. Oh. Ja, das war ein bisschen zu weit. Jawohl. Da haben wir ihn, ja. Ich kann ja mal gucken, wie lange die noch dauern. Und ansonsten warte ich kurz, bis hier praktisch die Missionen abgeschlossen sind. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Guido Tuccarini ist der Assassinen-Gilde beigetreten. Mal schauen. Wo befinden die sich denn? In 2 Minuten, in 3 Minuten, in 2 Minuten, alles klar. Dann warte ich natürlich so lange. 2 Minuten ist ja nicht die Welt. In der Zwischenzeit gucke ich hier einfach mal rein. Venedig, Essen stehlen. Wagen mit Verpflegung werden bald aufbrechen, um die Truppen der Templer zu versorgen. Sorgt dafür, dass ihre Armee Hunger leidet. Auftrag erfüllt, die Mission war erfolgreich. Alles klar. Und in Wien, was lag da an? Gefälschte Auszeichnungen. Aufzeichnungen überbringen. Wir haben Dokumente gefälscht, die die Einnahmen der Templer auf Eis legen werden. Ihr müsst euch verkleiden und sie dem Feind überbringen. Auftrag erfüllt. Und Rom haben wir noch. Einen Diplomaten angreifen. Wir verwenden den Begriff Diplomat recht locker, denn dieser Mann ist alles andere als diplomatisch, seit er mit den Templern im Bunde steht. Zeigt ihm, dass er in dieser Stadt nicht länger willkommen ist. Auftrag erfüllt, die Mission war erfolgreich. Cool. Aufträge. Barcelona, was liegt denn da an? Ah, okay, da ist er gerade, genau. In Wien gibt es 7 Aufträge. Komm, einen habe ich ja noch übrig. Die anderen sind eh bald wieder da. Mission starten, jawohl. So. Würde ich sagen, unterbreche ich einfach kurz und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Missionen beendet sind. Oder gibt es irgendwas zu tun in der Zwischenzeit? Ein Schmied, ein Stall, ne? In diesem Gebiet gibt es gar nichts mehr. Dahin könnte ich gehen. Schmiedeauftrag, okay. Das will ich mir kurz mal angucken. Das will ich mir mal kurz angucken, was der Schmiedeauftrag ist. Ob wir da so ein Terrakotta-Gefäß oder so eine Gebetsperle bekommen. Kette. Buddhistische Gebetskerlenpette. Pette? Ah. Perlenkette. Perlenkette. Hm, wer es glaubt. Manchmal habe ich es aber auch echt, ne? Da raus mit dir, los. Ach so, okay, da sind die. Nee. Hä? Okay. Ach ja. Weit ist es nicht mehr. Aber wenn wir wieder zurück sind, dann durfte das erledigt sein. Ach, das ist hier direkt bei dem Heino. Ah, okay. Das ist dann hier Geschäftsaufträge Treue. Ja, mir fehlt ein Terrakotta-Gefäß. Ne, 2 sogar. Und jeweils ein Totem und einmal buddhistische Gebetsperlen, nicht gebetische Buddhistenperlen. Ah, so, Bank, da haben wir ein bisschen Kohle, ne? Ich würde sagen, die wird erstmal abgehoben, die Kohle, und dann investiere ich mal. Hm. Ich weiß ja gar nicht, was das Investieren bringt. Ob man da irgendwie dann Upgrades bekommt oder so. Na, ich investiere. Okay, bis die Gewinne eintreffen. Achso, 7 Minuten. Okay.
Aber in die Bank konnte ich doch investieren, also kann